Das Anliegen solcher Nachmittagsimpulse ist es, zu erinnern an das, was Gott uns gibt, und im Erinnertwerden darauf zu achten, wie wir das ergreifen können, was Gott uns gibt. Edith Stein sagt, dass uns die Gnade nicht nur geschenkt werden muss, und sie wird uns geschenkt, sie muss von uns auch ergriffen werden. Also die Gnade ist erst dann beim Menschen richtig angekommen, wenn sie vom Menschen ergriffen wird. Und wir können natürlich weiterhin daran denken, ja, was ist denn Gnade überhaupt? Es ist, möchte ich sagen, ein Insiderwort der Christen, der Katholiken. Gnade ist Zuwendung Gottes. Und das hat einer recht gut begriffen und auch immer wieder so gemeint. Einer, der ganz deutlich macht, dass Gnade und Zuwendung Gottes nicht von der Freundlichkeit des Menschen Jesus gegenüber abhängt. Das heißt, der Saulus Paulus war es, mein Namenspatron, der dem Herrn Jesus nicht freundlich begegnet ist, dem menschgewordenen Gott. Und trotzdem begegnet ihm Jesus freundlich. Vermutlich war der Saulus Paulus Gott gegenüber sehr, sehr gut eingestellt, wenn auch mit mangelnder Einsicht, mit mangelnder Erkenntnis. Paulus sagt einmal über seine Glaubensbrüder, über die Juden, da spricht er jetzt schon als Christ, sie haben Eifer, aber keine Erkenntnis. Und damit meint er und meinen wir, dass die Gotteserkenntnis, wenn sie vollständig sein oder werden soll, einzig durch den Sohn Gottes, durch den menschgewordenen Gott erlangt werden kann. Also Gottes Erkenntnis durch Jesus. Und wir kennen ja die Worte von Jesus, der sagt, wer mich hört und mich sieht, ich füge hinzu, wer mich erlebt, hört, sieht, erlebt den Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Wir können auch sagen, in Jesus zeigt Gott uns sein Gesicht und seinen Einsatz für den Menschen. Also Gnade zeigt sich, so bestätigt uns der Apostel Paulus, besonders durch die Zuwendung Gottes in Jesus Christus. Und diese Zuwendung ist dem Menschen gegeben, auch wenn der Mensch Gott noch nicht so zugewandt ist. Und der Paulus, obwohl er über sich manches dann auch sehr kritisch sagt, nämlich dass er nicht nur der Unerwartete ist, sondern er sagt sogar, dass er wie eine Missgeburt ist, weil er Christus und die Kirche verfolgt hat. Er spricht eigentlich nicht und nirgends von Umkehr, die da vor Damaskus ihm gegeben wurde, sondern er sagt, als Gott mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Das heißt, das ist ja auch schön, er behauptet, dass letztlich diese Erkenntnis Jesu Christi
nicht durch menschliche Vermittlung gegeben wurde, sondern durch Jesus selbst. Eine besondere Weise der Offenbarung. Aber auf jeden Fall, er selber bezeichnet sich nicht im üblichen Sinn als ein Bekehrter, sondern eher als einer, der aufgrund der Offenbarung, die ihm geschenkt ist, sich in tieferer Gemeinschaft mit Gott einfinden kann. Gut, es geht darum, die Gnade Gottes kennenzulernen und die Gnade Gottes zu ergreifen. Ich möchte, wie schon so häufig, mit den Worten der Edith Stein meditieren, laut nachdenken. Und es sind meines Erachtens auch zusammenfassende Worte von vielen Gedanken, die wir schon ausgetauscht haben. So sagt Edith Stein, das Ebenbild Gottes in Menschengestalt, es ist unter uns getreten im Menschensohn Jesus Christus. Wenn wir dieses Bild betrachten, wie es im schlichten Bericht der Evangelien zu uns spricht, dann öffnet es unsere Augen. Und der Kardinal Newman, Edith Stein hat seine Schriften gekannt und teilweise übersetzt, Kardinal Newman hat gesagt, wir genügen uns nur so lange, bis wir ihn, Jesus, kennenlernen. Also wer Jesus kennenlernt, der wird auf einmal mit dem bisherigen unzufrieden. Und er sagt, ich kann nicht mehr bei dem bleiben, was bisher war. Ich habe Größeres kennengelernt und strecke mich aus nach dem Größeren. Also Edith Stein sagt, wenn wir Jesus betrachten, dann öffnet das unsere Augen. Und dann so schöne Worte. Wer auf ihn schaut und auf ihn gerichtet ist, der hat Gott im Auge. Also Gott im Auge haben ist möglich. Wir dürfen somit und haben somit ein Menschenbild. Gott im Auge haben, Gott vor Augen haben. Und ich denke an die Hagar. Im Buch Genesis ist von ihr gesprochen, das ist die zweite Frau des Abraham, die ganz schwere Situationen durchzustehen hatte. Sie wurde von Abraham auch weggeschickt, weil eben Sarah das erwartet hat. Hagar war eine Sklavin und Abraham schickt sie in die Wüste und sie hat schon die innere Vorstellung, dass ihr Kind und sie selbst umkommen werden. Und über sie heißt es dann einmal, dass sie selber, nachdem Gott ihr die Augen geöffnet hat, einen Brunnen erkannte, gesehen hat. Gott öffnete ihr die Augen, heißt es, und sie sah einen Brunnen. Und sie bleibt am Leben und ihr Sohn auch. Und dann gibt es die schönen Worte von der Hagar. Ich schaue auf den, der auf mich schaut. Also eine wunderbare Formulierung von einem Menschen, der es schwer hat, der in Bedrängnis ist. Ich schaue auf den, der auf mich schaut. Diese Hagar hat noch nicht Jesus sehen können, aber sie hat irgendwie eben den Gott Abrahams, also kennengelernt auch. Und über Abraham heißt es ja, er glaubte Gott. Und noch eine kleine Bemerkung dazu, Abraham war der erste Mensch, über den gesagt wurde, er glaubte Gott. Also
auf Gott schauen ist möglich auch für den Menschen des Ersten Testaments, siehe Hagar. Auf Gott schauen heißt für uns, die wir schon mit dem Sohn Gottes beschenkt wurden, auf Jesus schauen. Wer auf ihn schaut, hat Gott im Auge. Das Urbild aller Personalität. Jetzt sind wir bei der Philosophin und Psychologin Edith Stein, Pädagogin, die sich Gedanken macht über die menschliche Identität. Sie bezeichnet Jesus als das Urbild aller Personalität. Gemeint ist Person sein aus Beziehung zum Vater und zu den Menschen. Und Persönlichkeit, wissen wir auch, und ich wiederhole mich gerne, wächst, Persönlichkeit wächst durch Personen und durch Persönlichkeiten. Und je persönlicher wir unsere Beziehungen gestalten wollen, umso mehr werden wir Persönlichkeit. Und deshalb macht es Sinn, mit dem Sohn Gottes in Beziehung zu sein, weil uns er zu einer größeren Tiefe im Personsein oder zu einer größeren Weite oder zu höherer Entfaltung des Personseins führt, als es jede zwischenmenschliche, persönliche Beziehung zu tun vermag. Also, wer jetzt die Persönlichkeit Jesu kennenlernt und sich auf sie einlässt, wird selbst zur Persönlichkeit. Sie ist eben auch so, sage ich mal, so mutig und frei, dass sie dann noch dazu sagt, wir sind das kaum gewohnt in unserer kirchlichen Sprache, dass sie sagt, er ist das Urbild aller Personalität und der Inbegriff aller Werte. Also der Inbegriff aller Werte. Wahrhaftigkeit, Güte, Barmherzigkeit, Liebe, Lebendigkeit, Fähigkeit zu dienen oder auch Freiheit. Werte, die Gerechtigkeit. Werte, die bei uns manchmal zu kurz kommen oder gar mit Füßen getreten werden. Menschenwürde. Und so weiter. Also das alles sehen wir in Jesus verwirklicht. Wer auf ihn schaut, der hat Gott im Auge, das Urbild aller Personalität und den Inbegriff aller Werte. Also Gott. Und dann, Edith Stein weiter, je mehr es dieses Bild oder er, können wir sagen, unsere Liebe weckt, unsere Liebe wird geweckt, desto empfindlicher werden wir für alle Abweichungen von ihm in uns und in anderen. Das heißt, in dem Maß, in dem er unsere Liebe zu wecken vermag, und für mich ist da wieder das schöne Beispiel aus der Heiligen Schrift vor Augen, wo Jesus den Zöllner Zachäus vom Baum herabruft und sagt, ich bin bei dir heute Gast. Jesus lädt sich ein bei einem Unbeliebten und dieser unbeliebte Zachäus entdeckt in der Begegnung mit Jesus seine innersten, schönsten und größten Fähigkeiten, psychologisch formuliert Potenzialitäten. Und er sagt eben nach dieser Begegnung mit Jesus, dass er alles gut machen möchte, wo er zu viel verlangt hat, wo er Unrecht getan hat, er wird es zurückerstatten, mehrfach. Also wir dürfen damit rechnen, dass
die Selbsterkenntnis gefördert wird in der Begegnung mit Jesus, eben dieser Persönlichkeit, da wird in unsere Liebe geweckt und vor allem wir merken dann auch schon durch die Liebe in uns, merken wir, wo etwas in uns noch nicht der Liebe entspricht, in manchen Bereichen, in manchen Verhaltensweisen. Und das ist eine wunderbare Sache, weil wir dann sozusagen, ich sage es ein bisschen provokant und ungewöhnlich, wir haben den Richter, der uns richtet, zurechtrichtet in uns. Und da vereint sich das Wirken Gottes mit der Sehnsucht des eigenen Herzens. Und es richtet sich dann auch aus auf Jesus, den Größeren, Verwirklicher der Werte. Also die Liebe in uns macht uns bewusst, wo wir uns sozusagen der Welt angeglichen haben und abgewichen sind von dem, was uns ursprünglich zugedacht und möglich war. Und ein Mönch im 12. Jahrhundert hat so gebetet: Guter Gott, hilf mir, dass ich wieder so werde wie früher, bevor ich mich an die Welt angepasst habe. Also diese Zurückentwicklung zum ursprünglichen guten Verhalten. Es war die Marie Ebner-Eschenbach, die einmal so sinngemäß formuliert hat: Das Tragische im Umgang mit Egoisten ist, dass sie uns eigentlich dazu nötigen, ihre Verhaltensweisen zu übernehmen. Das heißt, die Gefahr einer Angleichung an negatives Verhalten lauert. Und deshalb ist es so gut, dass wir die eigentliche, uns ausrichtende Instanz in uns haben. Und so will ich mich zum Beispiel von Gott nicht erst beim Sterben richten lassen, wie es so allgemein verstanden wird, sondern ich möchte mich jetzt stündlich richten und damit meine ich auch ausrichten lassen. Und das ist mir nur recht. Also wir werden selbst empfindlicher für alle Abweichungen von ihm. Von den Abweichungen, die es gibt in uns oder auch in anderen Menschen. Und dann, es werden uns die Augen geöffnet für wahre Menschenkenntnis. Frei von aller Beschönigung. Also wo haben wir die Möglichkeit sonst zu erkennen, zu erahnen, wie Menschsein sein kann und auch zu sehen, wie groß die Abweichungen sind. Und da geht es nicht um mein Hobby oder um mein Streben, wo ich sage, na gut, ist nett, wenn du das machst, sondern da geht es um die Existenz, da geht es ums Ganze, da geht es um den Lebenssinn, um den Lebensinhalt. Und wo in der Welt könnte sich ein Mensch wirklich orientieren? Es ist schön, wenn wir begreifen, wie beschenkt wir durch die Menschwerdung Gottes in Jesus sind. Frei von aller Beschönigung, da wird aufgedeckt, was eben abweichend ist. Edith Stein hat einen dichten Satz nach dem anderen, so schreibt sie weiter: Wenn wir mit ihm vertraulich verkehren, wie es sein Wille ist, denkt man dann, er möchte ein freundschaftliches Verhältnis, Freunde nenne ich euch. Wenn wir mit ihm vertraulich verkehren, wie es sein Wille ist,
durchdringt uns sein Geist mehr und mehr und formt uns um. Und das Schöne ist, da geschieht nicht nur das, was wir verändern und verwirklichen, sondern es ist der Geist Jesu, der uns gestaltet. Und es verwirklicht sich das, was Gott eben durch den Propheten Ezechiel angekündigt hat. Ein neues Herz gebe ich euch. Oder ich lege meinen Geist in euch und ich bewirke, dass ihr auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Also Gott selbst ist der Handelnde. Und zu begreifen, dass der Geist Gottes in uns das verwirklicht, was Gott von uns erwartet, und dass es von uns nur die Erlaubnis braucht, die wir dem Geist geben, dass er uns erfüllen darf und dass er wirken, mitgestalten, uns animieren, also begeistern darf für die Sache Gottes. Also das ist auch erlösend. Gott handelt an uns. Und so ist es klug, sich von Gott behandeln zu lassen und nicht nur irdische Therapeuten und Trainer aufzusuchen. Und wir kennen ja auch das Wort Jesu, nur einer ist euer Lehrer. Gell? Also letztlich, und Gott sei Dank wieder, ist der Lehrer in uns. Wenn wir mit ihm vertraulich verkehren, wie es sein Wille ist, durchdringt uns sein Geist mehr und mehr und formt uns um. Und ich meine, dass es wichtig ist, dass jedes Umdenken in uns doch auch ein persönlich-menschlicher Akt ist, ein Willensakt. Ich will anders denken. Ich will ab jetzt anders reagieren. Ich will die Prioritäten neu setzen. Ich will mich anders verhalten. Und zwar wie anders, entsprechend der Art Jesu. Also ein Umgeformtwerden geschieht durch die Zustimmung des Menschen, der in seinem Wollen dem Geist Raum gibt. Es ist einerseits ein Geschenk, und das ist die Gnade, Licht für die bessere Lebensweise zu bekommen, Licht zu bekommen für die Alternative zum bisherigen und das als Einladung oder als Auftrag zu erleben, dass ich die alternative Handlungsweise deutlich vor Augen habe. Und dann ist es zu dem Licht, das mir gegeben wird, gnadenhaft, geschenkweise, ist es mein Beitrag, dass ich sage, ja, das will ich. Und dort wären wir auch bei der Möglichkeit, wo menschliches Versagen eine Rolle spielt. Und wo der Mensch seine Freiheit, würde Edith Stein sagen, nützen oder nicht nützen kann. Die freie Entscheidung ist etwas, was von Edith Stein oft ins Wort gebracht wird. Das heißt, wenn ich das Gute auch will, dann kann der Geist in mir es auch wirken. Weiter, und es ist sehr dicht, durch den Anschluss an ihn. Also sie sieht das sehr, sehr, sagen wir mal, sehr praktisch, sehr konkret. Wir könnten es fast sagen, sie hat da fast ein physisch-materielles, technisches Verständnis. Aber es ist unser Glück, dass sie auch so deutlich und so kompakt spricht. Dort und da, wenn kein Anschluss gegeben ist, funktioniert so vieles nicht. Durch den Anschluss an ihn, und lass mir nur das Bild auftauchen, Weinstock, Weinrebe.
Und jetzt kommt etwas, was schon oftmals von mir auch zitiert wurde. Durch den Anschluss an ihn lernen wir, menschliche Stützen zu entbehren. Aha, eine neue Freiheit. Wir lernen, menschliche Stützen zu entbehren und gewinnen die Freiheit und Festigkeit, die wir haben müssen, um anderen Halt und Stütze zu sein. Das heißt, ich kriege eine Freiheit von dem, dem ich Halt geben möchte und für den ich bei Bedarf Stütze sein soll. Das heißt, ich sage es ein bisschen in medizinischer Sprache oder auch in pädagogischer Sprache, ich lasse mich nicht mehr, wenn ich Arzt wäre, ließe ich mich nicht mehr vom Patienten bestimmen und steuern. Ich habe eine gewisse Freiheit im Gegenüber. Und wenn ich Lehrer wäre, hätte ich als Lehrer dann die Freiheit auch dem Schüler gegenüber, damit ich tatsächlich dem Patienten auftragen kann, was ihm gut tut. Und ich brauche ihm nicht gefallen. Und der Lehrer braucht auch sich nicht bei den Schülern einschmeicheln, sondern er kann sie herausfördern und fordern. Also so sehe ich diese Art von Freiheit auch rein psychologisch, dass ich tatsächlich als Helfer, sagen wir mal, in einer helfenden Beziehung leben kann. Ich als Helfer. Aber ich brauche dazu die Freiheit und es darf nicht eine symbiotische, praktisch von einer Notwendigkeit her geprägten Beziehung sein. Durch den Anschluss an ihn lernen wir, menschliche Stützen zu entbehren und gewinnen die Freiheit und Festigkeit, die wir haben müssen, um anderen Halt und Stütze zu sein. Und weiter, das ist das Evangelium pur, er selbst führt uns und zeigt uns, wie wir andere führen sollen. Er selbst führt uns und zeigt uns, wie wir andere führen sollen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen, im Bild gesprochen, dann will Jesus sagen, ich gebe euch diese Anforderungskriterien, wie ihr zu sein habt, wenn ihr für Menschen da sein wollt und müsst. Er zeigt uns, wie wir andere führen sollen. Als Geführte, von ihm Geführte. So gewinnen wir durch ihn ganzes Menschentum, also wir werden ganz Menschen. Und da, das meint ja den heilen Menschen, den ganzen Menschen. Und da gefallen mir die Worte vom Hans Urs von Balthasar, der eben davon spricht, dass es die Heiligen sind, die das Ganzsein, also das Heilsein, aus Gnade beweisen sogar. Also, dass Gott den Menschen vervollständigt und ganz macht. Die Heiligen beweisen das ganz sein können aus Gnade. Und dann Hans Urs von Balthasar weiter, nämlich wie wirken nun diese Menschen, diese Heiligen? Und der sagt, diese Heiligen verwenden ihre Mitmenschen, sie brauchen sie nicht als Scheiter und lassen sie nicht als Asche zurück. Also auf einmal ist der heile und heilige Mensch tatsächlich fähig, den anderen, ich sage es hart, nicht zu missbrauchen und nicht auszubeuten. Das kommt von der Simone Weil, diese Formulierung, die nämlich sagt, wer nicht in Gott verankert ist,
der wird aufgrund seiner Natur und dem Gesetz seiner Natur, wird er zum Ausbeuter des Mitmenschen. Also wer es nicht von Gott erlebbar bekommt, der holt sich's anderswoher. Und daher kommt eben dieses, nochmals mit Simon Weil, dieses Ausbeuterische jenes Menschen, der sich nicht von Gott her versorgen, betreuen, ernähren, animieren, beleben lässt. Und so ist gut nachvollziehbar, warum einzig der, der sich von Gott durch Jesus bedienen lässt, zum Dienen in der Lage ist. So nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Weil Gott mich so beschenkt und so gut mich versorgt und betreut, kann auch ich schenken, andere versorgen und betreuen. Weil ich bei Gott Heimat und Geborgenheit habe, sind auch Worte, die Edith Stein verwendet, kann ich Heimat geben und Geborgenheit schenken. Und wir werden noch ein schönes Wort dann von ihr hören. Ja, so gewinnen wir durch ihn ganzes Menschentum. Also wir werden ganze Menschen und wir gewinnen durch ihn zugleich die rechte persönliche Einstellung. Also da sind wir dann so eingestellt. Darf ich nochmals an ein technisches Gerät oder an einen technischen Apparat erinnern, wo Geräte auch eingestellt werden müssen, dass sie den Erwartungen entsprechen. Und so werden wir durch Jesus eingestellt, recht eingestellt, sodass wir den Erwartungen Gottes entsprechen. Was nicht heißt, dass wir noch unbedingt den Erwartungen der Menschen entsprechen. Dazu ist uns ja die Freiheit gegeben. Edith Stein weiter, die Hingabe an Christus macht uns nicht blind und taub für das, was anderen Not tut. Im Gegenteil, wir suchen nun das Gottesbild in allen Menschen und wollen ihm überall zur Freiheit verhelfen. Also, wir werden sensibilisiert für das, was anderen Menschen Not tut. Und wir werden dazu bewegt, angeregt, ja gedrängt, das Gottesbild in allen Menschen zu suchen und ihm überall zur Freiheit zu verhelfen. Und sie sagt dann in diesem Vortrag, den sie 1928 gehalten hat, am 12. April in Ludwigshafen, da spricht sie dann von der Zeitkrankheit. Und sie fragt, was ist denn die Krankheit unserer Zeit? Und erklärt, es ist eine innere Zerrissenheit, ein haltloses Hin- und Hergetrieben bei den Menschen. Ich sage dazu eine Orientierungslosigkeit. Und Edith Stein sagt dann, und als Folge dieses Unbefriedigtsein, sehr klar und deutlich, gibt es im Menschen ein Betäubungssuchen in immer raffinierteren Genüssen. Also der Mensch tut sich irgendwie narkotisieren mit Genussmitteln und es kann auch der berufliche Erfolg ein Genussmittel sein. Also Arbeit, Hobby,
Konsum in allen Facetten, moralisch legitimiert oder nicht, oder gesellschaftlich legitimiert oder nicht, ist nun nicht das Thema. Auf jeden Fall aus einem inneren Unbefriedigtsein und Nichtzufriedensein ein Betäubungssuchen in immer raffinierteren Genüssen, also immer feiner, subtiler. Und dann sagt Edith Stein, das Heilmittel gegen die Zeitkrankheit sind ganze Menschen, also ganze Menschen, jetzt haben wir es von ihr, die feststehen auf Ewigkeitsgrund. Das ist das Wort, das ich angekündigt habe. Auf Ewigkeitsgrund stehen. Und denk mal an die Worte Jesu, der sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baut, sein Lebenshaus. Das Heilmittel gegen die Zeitkrankheit sind ganze Menschen, die feststehen auf Ewigkeitsgrund, unbeirrt in ihren Anschauungen und in ihrem Handeln. Und dann schließt Edith Stein, jeder solcher Mensch ist eine Säule, an die sich viele anklammern können. Durch ihn können sie auch wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Also an einem ganzen Menschen, der wie eine Säule dasteht, können sich viele anklammern und können durch ihn wieder festen Boden, also Ewigkeitsgrund, unter die Füße bekommen. Und Edith Stein sagt an anderer Stelle, dass jene Menschen, die im Licht Jesu leben, auf andere, die das Licht suchen, einladend wirken, und diese anderen erleben sich angezogen von dem Licht, das die Christen verbreiten. Also es sind diejenigen, die auch im Licht leben wollen, die erleben sich angezogen. Und dann sagt Edith Stein, hat der anziehende Christ die schöne Aufgabe, auf den Ursprung, auf die Quelle des Lichts in ihm hinzuweisen. Also er wird dann zum Erklärer, zum Zeugen dafür, ja, es ist Gott selbst, es ist Jesus, es ist der Geist in mir, der mich im Licht leben lässt. Und in der Urkirche wurden die Christen, die Getauften, immer als die Erleuchteten bezeichnet und beschrieben. Also wir leben im Lichte Jesu und dürfen diejenigen, die im Licht leben wollen, auf Jesus hinweisen. Nicht nur dürfen, sondern wir können es und wir müssen es. So habe ich kurz zusammengefasst und ein bisschen ausgedeutet, das Wesen des Christseins, das heißt, der Christ ist einer, der von Christus selbst belebt, geleitet und gestaltet wird. Und auf diese Weise wird der Christ ein Befreiter, der seine Freiheit einsetzt für die Anliegen Jesu. Dankeschön.